Ich erstelle jetzt mal eine Gang, oder? Eine Gruppe, dass wir uns sehen. Wie nennen wir uns? Die Lachsen. Muss ich mich für Amerika oder Mexiko entscheiden oder sowas? Ja. Nein. Für ja. USA musst du dich entscheiden. Okay, aber ich habe mir schon einen guten Namen überlegt, aber der wäre deutsch. Ist schlimm? Nee, ist nicht schlimm. Nö. Wir sind jetzt, bisher sind wir ein Russe, ein Mexikaner, der Amerikaner ist, ein Ostdeutschen. Und gut, ich bin ein deutscher Metzger. Deutscher Metzger. Das habe ich mir vorhin so überlegt auf der Art. So, ich tue dich jetzt mal einladen. Die deutsche Bratwurst in Amerika und Mexiko bekannt machen möchte. Spieler einladen. Du hast keine Person ausgewählt. Jesus Ramirez. Spieler einladen permanent. Enrico Dinamo. Spieler einladen permanent. Jörg, musst du jetzt mal auf Z gehen und dann... Da kam eine Meldung, ich habe Jahre drin. Ja, also. Ah, wir sehen uns jetzt, nice. Sollen wir uns der Bergenrucksäcke auslassen, oder? Wo bist du? Was ist mit dem Auto? Jörg, hast du das Auto kaputt gemacht? Also, du hast es gemacht. Oh. Der Ossi hat wieder alles kaputt gemacht, toll. Warum kann ich nicht fahren? Spinnt meine Tastatur. Warte mal, was ich mir fahre, sitz. Hä? Oh, das sind wir eine richtig bunt gemischte Gruppe hier. Ja, Mann. Ja, ansonsten hätte ich mich umbenannt in Juan Son. Das ist bestimmt nicht erlaubt, Alter. Juan Son. Juan Son? Kannst du fahren? Dein Vater ist Mexikaner, ja. Deine Mutter Chinesin oder Asiatin halt, ne? Juan Son. Lass mich nochmal rein. Schiss, weil der ausgeliehen ist. Mein Name ist Son. Juan Son. Spring dich mal an. Alter. Wow, was war das? Engine on. Alter, der ist kaputt irgendwie. Was ist mit dem? Der ging doch noch vorher. Ist Armer 3 jetzt aufgehängt oder was ist hier los? Ah, nee, ich joine jetzt den Server. Ich muss ja meinen Namen erst anpassen. Ja, vielleicht, weil der halt doch nur geliehen ist. Also, lass man einfach da stehen. Bevor Polizei oder irgendjemand kommt. Du kannst erst in 3,9 Sekunden wieder springen. Gibt's ein Auto dann? Weiß ich nicht. Bestimmt irgendwie. Das ist halt wie. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier einen Bankautomaten suchen. Da links, kann das sein, dass da links einer ist? Wo? Hier. So ein ATM-Fuzzi. Ja, glaub, hier müsste einer sein. Oder? Nee, wo? Ne, der Typ, was da steht, ich dachte, das wäre sowas. Ah, ATM hast du ja. Hand, Bank, einzahlen. Bankkonto bewiesen, okay. Sehr gut, sehr gut. Marki, was machst du? Kleidung kaufen. Kleidung kaufen? Ja, mit Rucksack und sowas, hab ich. Hä, hey, wo bist du? Im Kleidungsstore. Sehe ich dich jetzt auf der Karte? Ja, müsstest du. Hä? Ich? Go-Kart. Wieso ist jetzt auf einmal da wieder? Da war doch gerade... Ja, ohne Witz, es wundert mich halt auch gerade. Jetzt ist wieder weg. Jetzt ist wieder da drüben. Hä? Stimmt doch was nicht. Stimmt echt was nicht. Maki, wo bist du? Das trollt uns mega, die... Tust du gerade rumteleportieren? Nein, ich stehe im Laden drin, ganz normal. Dann trollt die Anzeige uns gerade. Welchen Laden? Heftig. Aktenkäufer. Ich stehe hier beim Kleidungsladen, direkt in der Stadt drin. Wo in Atira oder was? Ja. Wo seid ihr? An dem Flughafen Airfield, da 2 Kilometer die Richtung. Warte mal, was gibt's denn hier? Okay. Habt ihr Service schon mal die Rucksäcke da rausgelassen? Nee. Wo war der Typ gerade, wo wir waren? Da können wir, glaube ich, ein Auto kaufen. Bei mir gibt man auch ein Auto kaufen. Ich kann ins Haus lassen, wenn ihr wollt. Ja, mir egal. Müssten wir halt zu dir laufen. Dann werden wir da eben. Dann lassen wir uns gleich ein Auto raus. Müssen eh noch 2 Kilometer zu dir laufen.
ATM-Fahrzeugverkäufer, du bist nicht befugt, diesen Shop zu benutzen. Alter, scheiß Ding, oder was? Scheiß Notärzte. Was ist mit dem Auto hier? Ja, das ist, was ich zur Shop gefahren habe. Ja. Kann man das reparieren? Reparieren. Oh, warte, ich kann es reparieren, oder was? Mit Windows-Taste kannst du es reparieren, ja. Kommst du auf Windows-Taste? Ja, die Windows-Taste ist hier die, also die, ja, Menü-Taste, also die Aktionstaste. Bist du drin? Ja. Was ist denn? Geht auch nicht, oder was? Also fahren. Kannst du mit rückwärts fahren mit dem Auto? Junge, ist mein Ingame-Sound jetzt auf einmal laut. Probier's nochmal. Kann ist nicht. Normal, wenn man einen neuen Charakter anlegt, dass das Ingame so laut wird? Ja, du musst alles wieder leise machen dann. Oh, no. Jörg, fahr du mal. Einmal drehen. Schutz wahrscheinlich, dass das Auto mit dem geklauten Auto nicht so weit kommt. Warum schreibst du Jesus mit CH? Weil der Jess mit J irgendwie nicht genommen hat. Oder weil schon so einer so hieß, keine Ahnung. Paco Ramirez gibt's auch, ist dein Bruder. Stimmt. Ist auf dem Server. Ja. Vorne links. Nächste Möglichkeit. Igor Wovchanchin. Wovchanchin. Wie spricht man den Nachnamen aus? Wovchanchin. Wovchanchin. Ja, aber. Won oder Won? Wof? Wotchenchen, Wotchenchen. 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 Wotchenchen! Okay, wir kommen jetzt nach Atira. Da müsstest du dann auch gleich spawnen. Atira? Ja, also das hast du, glaubst, das Einzige, was du Möglichkeit hast. Okay. Keine Ahnung. Ich collecte. Also die Fahrphysik von Hammer werde ich mir nie nachvollziehen können. Ins Auto oder was? Gott, total der Jeep oder was? Da kann man es in so einem Truck rauslassen. Für 90.000. Wo ist das? Na ja, fahren wir weiter. Jetzt nächste und rechts. Jetzt rechts. Lala, was habt ihr euch für eine Rotzauto rausgelassen? Alter, das ist for free gewesen, also mecker nicht. Okay. Alter, ich überfahr den Jesus Ramirez. Alter, will ich auch überfahren. Total die Horror-Partie, oder was? Lukas Mongo, oder was? Hallo, Herr Mongo. Alter, wie lange muss ich denn hier... Ja, okay. Aha. USA einwandern, ne? Hast du ja gesagt. Privet, Lukas Mongo. Ihr Hallo. Rucksack sieht aus wie eine dicke Penis. Hat das schon mal jemand gesagt zu Ihnen? Aber Sie haben ein sehr schönes T-Shirt an. Kann ich sehr weiterempfehlen. Da gibt's auch ja, nice. So. Geht einfach instant wieder, Alter. Markt, Burger, Coffee to... Oh, ich hab Coffee to go und taktischer Speck. Markt-Event, LSD. Plus 41%. Okay. Klamotten. Hornbach. Lizenzen, Schließfläche. Was? Keiner hat schon mal eine Ausrüstung betrachtet. Dein Penistasche. Ja, Mann. Und guck mal, wie ich aussehe. Mit so einem Hut. Und Presseweste. Bist du Pressedick, oder was? Ja, jetzt Mann. Hast du deine Brille auf. Wo? Wird mir jetzt am Anfang direkt die Einbürgerungsquest angezeigt, ne? Da muss ich jetzt erstmal hin. Okay. Kleidungsstore. Aber ich will kein anderes Hemd anziehen.
Kleidung. Junge, warum habe ich so ein hässliches T-Shirt an? Was für ein hässliches T-Shirt? Rucksack. Bergen. Ich bin Jude übrigens. Oha. Kaufen. Das ist jetzt offiziell Judenwitz. Alter, ich muss jetzt denken, wir, wo ist ATM hier? Da drüben. Ja, kannst du Asch, Geld auf Tasche. Du kannst es nicht so zahlen. Nein. Alter. Wo kann ich das scheiß Geld holen? Hier. Du mit seinem scheiß Hawaii-Hemd, oder was? So. Also mein Ausweis können Sie mit F2 ansehen. Nein. Da kannst du bestimmt hier nichts machen, Alter. Da musst du unten in das untere Feld eingeben. Ich kann nicht mal den Automat anwählen. Mit Windows-Taste. Alter. Ach, was für eine Scheiße. Auswählen. Wie rede ich nochmal? Punkt, bis Ding kommt. Direct und dann? Und dann Umschalttaste. Wie viel brauche ich denn da jetzt? Ja, hallo! 30.000 abgehoben. Du mit deinem Bauerhelm. Zu meinem Bauerhelm. Wie geht's dir? Ist da vorne Crusher? Ja, ich bin gerade neu angekommen und wollte mich jetzt mit meinen Freunden treffen. Übrigens, Wurstrost, mein Name. Krasnutzje, Hans, wie geht es dir, alter Kumpel? Hast du hergefunden aus dem verschweinten Deutschland? Endlich in USA vereinigt. Ja, natürlich. Vereinigt. Darf ich dir vorstellen, Jesus Ramirez? Hallo, Jesus. Hola, Senor. Da hinten ist Kollege, auch Deutscher, Enrico Dynamo. Der rennt da rum und kauft neue Klamotten und Penisrucksack.